Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um die Steigung m berechnen. Ein rein algebraisches Problem. Ich habe zwar jetzt eigentlich schon eine Zeichnung gemacht, aber eigentlich wollen wir mit diesen zwei Punkten direkt die Steigung berechnen. Damit wir es berechnen können, muss ich es euch kurz auch grafisch veranschaulichen. Aber wir können uns irgendwann die Zeichnung lassen. Erst erzähle ich euch also, wie man es mit der Zeichnung sehen kann, um es dann zu erklären, wie man es allein mit diesen zwei Punkten berechnet und dann ohne Zeichnung. Ich zeige es euch einfach. Also, wir haben hier diese beiden Punkte eingezeichnet, dadurch eine Gerade verbinden können und dadurch können wir doch auch mit Hilfe eines Steigungsdreiecks ablesen, wie die Steigung ausschaut. Also, das ist doch nichts anderes als der y-Wert, nämlich hier diese Strecke von minus 1 bis 1,5. Wie viel liegen da dazwischen? Ah, das sind 2,5. Und hier bei der Strecke, der x-Wert, den wir beim Steigungsdreieck suchen, ist nichts anderes als der Weg zwischen 1 und 3. Und das ist natürlich 2. Das heißt, wir können die Steigung schon aufstellen. Minus 2,5, weil es nach unten geht. Und in den Nenner kommt 2 für den x-Wert. Und wenn ich das auflöse, komme ich minus 1,25. Das war es jetzt also direkt hier abgelesen. Aber wir wollten ja die ganze Zeit rausfinden, wie können wir es mit denen zwei Punkten berechnen. Müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Wie schaffe ich es denn, dass ich mit den beiden Koordinaten auf minus 2,5 komme? Ich nehme einfach den Wert vom zweiten Punkt, also den y-Wert vom zweiten Punkt, um dann von minus 1 mit der 1,5 auf minus 2,5 zu kommen, muss ich sie voneinander abziehen. Also minus 1, minus 1,5 und dann habe ich den Wert, der da dazwischen liegt. Einfacher geht es natürlich hier, ich nehme wieder den zweiten Wert 3 und ziehe den Wert 1 ab, dann erhalte ich den Wert, der da dazwischen liegt, nämlich 2. Ich habe es hier schon mal kenntlich gemacht. Also nochmal, den y-Wert vom zweiten Punkt minus den y-Wert vom ersten Punkt, also 1,5, das minus das. Und beim zweiten, beim x-Wert, mache ich 3 minus 1, also den x-Wert von dem unteren Punkt minus den x-Wert von dem oberen Punkt. Und das ist genau meine Formel. Wenn ich zwei Punkte habe, in dem Fall nenne ich sie halt a und b und nenne die Koordinaten xa, also die x-Koordinate von a und die y-Koordinate von a und bei b nenne ich es entsprechend. Jetzt kann ich damit eine Formel aufstellen, das haben wir ja hier jetzt gesehen. Wir müssen ja jedes Mal, wenn wir die Steigung berechnen, den yb, das war das hier vorne hinsetzen und dann minus den y-Wert von a. Das war in dem Fall der von p. Also nicht durcheinander kommen. Hier heißen die Punkte a und b, hier heißen die Punkte p und q. Deswegen kann es hier zu Unstimmigkeiten führen. Und unten mache ich es genauso. Ich nehme von xb den Wert und ziehe davon xa ab. Also, das müssen wir auf jeden Fall können. Das wird euch auch bis zur 10. Klasse, bis in die Abschlussprüfung verfolgen. Wir nehmen vom zweiten Punkt den y-Wert minus den y-Wert vom ersten Punkt, setzen das oben hin, weil ja die y-Koordinate oder der y-Strecke immer oben steht im Zähler. Und dann machen wir das gleiche mit dem x und setzen es nach unten. Aufpassen müssen wir hier. Wie die Gerade benannt wird, hat keine Auswirkung auf die Steigung. Also hier hat man die Gerade PQ benannt und dann habe ich quasi den Q-Wert minus den p-Wert genommen. Wenn ich es jetzt aber qp nenne, dann muss ich ja quasi zuerst den p-Wert, also den y-Wert von p, minus den y-Wert von q rechnen, also die andere Richtung. Und auch 1 minus 3. Nur, wenn man das jetzt hier so ausfüllt, dann steht hier oben 2,5 und unten minus 2, was aufs Gleiche rauskommt. Nur das Vorzeichen war nicht oben, sondern unten. Und das haben wir ja schon gelernt, dass das bei einer Geraden auch nichts ausmacht. Das heißt, die Steigung kann ich immer berechnen, aber man sollte, je nachdem, wie man es aufstellt, halt immer den y-Wert vom zweiten Punkt minus den y-Wert vom ersten Punkt und den x-Wert vom zweiten Punkt minus den x-Wert vom ersten Punkt nehmen. Also, Auswirkung hat es hier keine. Größte Fehler, die man machen kann, ist, dass hier yb minus ya durch xa minus xb. Das heißt, man weiß zwar, dass es beides möglich ist, aber man hat jetzt quasi das vertauscht. Man hätte hier unten xb minus xa rechnen müssen. Also es müssen hier quasi die b's stehen und hier die a's stehen. Immer in der richtigen Reihenfolge. Was man natürlich auch oft macht, dass man die x oben abzieht und die y's unten. Aber wir wissen ja, dass die Steigung immer das y oben steht und unten das x. Das war jetzt ein bisschen komplizierteres Unterfangen. Heißt einfach nur, wenn wir die Steigung berechnen, dann müssen wir die y's voneinander abziehen, oben reinsetzen, aufpassen auf die Vorzeichen und die x voneinander abziehen, auch auf die Vorzeichen aufpassen. Und dann ist natürlich auch klar, wir müssen immer schauen, dass man zuerst den zweiten Punkt und dann den ersten Punkt nimmt. Oder von mir aus auch andersrum, aber dass wir da die Reihenfolge beachten. Das jetzt bitte in euer Heft übernehmen.